Hallo an alle. Ich freue mich total, dass ihr heute dabei seid. Ich mache jetzt meine erste Folge eines neuen Insta-Live-Formates zum Thema: Ich stelle euch in meinem Wahlkreis spannende Gesprächspartnerinnen vor, von denen ich denke, es lohnt sich total, mit ihnen zu diskutieren. Es lohnt sich total, dass ihr auch mit ihnen diskutiert, dass ihr erfahrt, mit wem ich da spreche. Und ich werde jetzt die Katharina Schwarz einladen. Ich kläre das Ganze jetzt mal technisch. Das ist nämlich das erste Mal, dass ich technisch so ein Insta-Live selber hoste. Bislang war ich immer der Gast und musste einfach nur zuschauen und eingeladen werden. Deswegen hoffe ich sehr, dass das klappt. Aber ich sehe, es klappt auch schon. Herzlich willkommen, Katharina. Schön, dass du da bist. Ich bin total erleichtert, dass ich es technisch hingekriegt habe. Und ich freue mich, dass ihr alle zuschaut. Jetzt fange ich nochmal ganz kurz an zu erklären, was wir hier heute miteinander machen. Ich bin als Abgeordnete unheimlich viel unterwegs, habe die Möglichkeit, mit unheimlich vielen Menschen zu sprechen, Einblicke zu bekommen in sehr viele unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche und dabei total viel zu lernen und auch mitzunehmen für meine politische Arbeit in Berlin. Und ich habe gedacht, das teile ich mit euch. Deswegen mache ich jetzt Insta-Live-Formate. Und die erste, die mir dabei in den Kopf gekommen ist, weil ich dachte, sie ist eine tolle Gesprächspartnerin für mich und eine spannende Person für euch, ist Katharina Schwarz, die hier in Köln schon unheimlich viel bewegt hat, die das Co-Labor mitgegründet hat, die stellvertretende Vorsitzende des Ernährungsrates Köln war und die jetzt frische Post macht. Das Ganze ist eine Art digitaler oder online Hofladen, was das Ganze ist und was sie damit macht, das wird sie euch gleich erklären. Katharina und ich sind miteinander ins Gespräch gekommen, ganz viel zum Thema Macht der Supermärkte, faire Landwirtschaft, warum ist regionale Wirtschaft eigentlich so wichtig, warum muss man gerade die kleinbäuerlichen Strukturen stärken. Das habe ich im Bundestag total intensiv gemacht und dabei habe ich unheimlich viel Feedback von Katharina bekommen. Auch über Insta hat sie mir immer wieder geschrieben und Anregungen gegeben zu meinen Dinge, die ich im Bundestag gemacht habe. Und deshalb habe ich gedacht, ist sie eine tolle Gesprächspartnerin für mich. Ich weiß jetzt hier nicht, heute. Ob mein Internet hängt und oder deins. Du warst kurz eingefroren bei mir. Okay. Ich weiß nicht, ob du mich noch gehört hast. Mache ich es mal anders. Jetzt höre ich dich wieder. So. Alles klar. Ich glaube, jetzt geht's besser. Perfekt. Sehr gut. Deswegen lange Rede und jetzt fangen wir an. Schön, dass du da bist und meine erste Frage an dich wäre, wie bist du eigentlich zu all dem gekommen, was du jetzt machst? Wie gründet man eigentlich so etwas wie Frische Post und warum so als Großstädterin dieses Interesse an regionaler Landwirtschaft? Was hat dich dazu motiviert? Ja, danke erstmal, Katharina, für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass das Thema Landwirtschaft eins ist, was auch dich bewegt, auch in der letzten Zeit natürlich tolle Reden dazu im Bundestag gehalten hast. Danke dafür. Also stellvertretend für uns alle, wichtiges Thema. Ich habe mich tatsächlich beruflich schon lange mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt, komme eigentlich aus dem Bereich Unternehmenskommunikation, habe damals als Freiberuflerin mit ein paar Kollegen das Co-Labor in Köln gegründet, das Plattform ist und war für alle, die freiberuflich oder auch angestellt zum Thema Nachhaltigkeit arbeiten, also ein Coworking-Space, in dem sich Leute einen Schreibtisch mieten können, die sich beruflich mit dem Thema ökologisch oder sozialer Wandel auseinandersetzen. Wie das so ist, wenn man sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, kommen wir um das Thema der Ernährung nicht drumherum. Also die betrifft uns alle jeden Tag. Und das ist tatsächlich der Hebel, an dem wir alle tagtäglich arbeiten können. Mein Credo ist beruflich wie privat, dass eigentlich jeder etwas bewirken kann, gesamtgesellschaftlich. Gerade im Bereich Klima- und Ressourcenschutz sind es die kleinen Stellschrauben, die auch jeder Einzelne von uns drehen kann. Und da war Ernährung ganz schnell eins, das mich begeistert hat und auch heute noch begeistert. Und dazu bewegt hat, auch mit einigen Akteuren in Köln damals den Kölner Ernährungsrat zu gründen, um eben auch in der Kommunalpolitik an ein paar Weichenstellungen und dicken Brettern zu bohren und ein paar Weichenstellungen zu setzen für eben gerade die kleinbäuerliche Landwirtschaft,
von der ich persönlich glaube, dass sie gerade die Städte auch mit ernähren kann. Hier produzieren sehr, sehr viele unserer Landwirte im Raum Köln für den Weltmarkt. Also wir haben knapp 500 landwirtschaftliche Betriebe noch im Regierungsbezirk Köln, noch, weil tatsächlich jedes Jahr ja deutschlandweit knapp 3% aufgeben. Und wenn wir möchten, dass das aufhört und dass diese Betriebe auch in Zukunft noch existieren, dann müssen wir als Konsument auch ja, eine Entscheidung treffen, uns da tatsächlich auch an die eigene Nase fassen und schauen, dass wir Produktionen unterstützen, die eben nachhaltig ist, die klimafreundlich ist und die Produzentinnen und Produzenten unterstützen, die eben genauso wirtschaften, wie wir uns das vorstellen und entsprechend auch bei denen einkaufen. Und weil es an Wegen fehlt, gerade an Direktvermarktungsmöglichkeiten und an direkten Kanälen in die Städte, habe ich tatsächlich vor 7 Jahren schon damals die erste Marktschreimerei, damals hieß es noch Food Assembly, in Deutschland gegründet, bei uns in Ehrenfeld, auch im Co-Labor. Und die gibt es auch nach wie vor noch. Also da gibt es jetzt mittlerweile 100, ich glaube 120, 140 Standorte deutschlandweit. Ein ganz tolles Konzept. Das erreicht aber auch noch nicht alle. So, und mein innerer Drang dahin, tatsächlich auch hier noch mehr zu bewirken, noch viel mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, Produkte aus der Region kaufen zu können, die eben nachhaltig produziert sind, auf der anderen Seite aber auch landwirtschaftlichen Betrieben aus der Region mehr Möglichkeiten der Vermarktung zu bieten, habe ich dann tatsächlich vor einigen Wochen, Monaten, also ganz kurz, ganz frisch erst mit meinem Mitgründer Simon von Danwitz in Köln, den Frische Post Standort Köln gegründet. Das Konzept kommt eigentlich aus Hamburg. Da haben es vor 6 Jahren Juliane Willing und Eva Neugebauer gegründet. Und seit letztem Jahr gibt es die Möglichkeit, eben auch im Rahmen eines Partnerprogramms eigenständige Standorte zu gründen. Und ja, das haben wir jetzt getan und haben damit eben auch die Möglichkeit, ja, Gastronomien, Kantinen, Kitas und so weiter auch zukünftig zu versorgen. Denn hier sehe ich tatsächlich den fast wichtigsten Hebel, all diejenigen, die sich eben nicht aussuchen können, was sie tagtäglich essen, auch langfristig zu versorgen. Ja, das ist so im Prinzip mein innerer Antrieb, warum ich das Ganze mache, weil ich einfach als gebürtige Kölnerin auch ja, hier sozusagen so einen Antrieb habe, in meiner Heimatstadt dahingehend was zu verändern. Und genau, das so Und im Groben. wenn, also erstmal super cool, und könntest du so ein bisschen vielleicht nochmal was dazu sagen, wenn man jetzt bei Frische Post was bestellen will? So, wie funktioniert das Ganze genau und wie haltet ihr Kontakt mit den Landwirten? Wie sucht ihr die aus und sprecht ihr mit denen, um auch zu sagen, das ist nicht nur regional, das ist auch fair und so? Also ein bisschen Ja. darüber nochmal erzählen? Genau, also erstmal zu der letzten Frage. Ja, wir schauen uns alle Betriebe ganz genau an. Wir sprechen mit allen Betrieben. Das sind aktuell sehr, sehr viele Familienbetriebe hier aus der Gegend, die ich teilweise aus meiner Vergangenheit schon persönlich und länger kenne. Und es gibt auch Produzentinnen und Produzenten, die sich bei uns bewerben. Und die schauen wir uns natürlich auch genau an. Es gibt einen Kriterienkatalog, der auch einsehbar ist. Also man kann auf unserer Webseite Frische Post, in dem Fall köln.frischepost.de, kann man den Kriterienkatalog anschauen. Die Nachhaltigkeitskriterien, die oftmals tatsächlich mindestens dem Biostandard entsprechen. Es ist bei uns tatsächlich so, dass alle Betriebe, die wir uns selbst anschauen können, nicht zwangsläufig ein Biosiegel brauchen. Wir haben Betriebe, kleine Familienbetriebe, die aus unserer Sicht sehr, sehr vorbildlich und ja, mit hohen sozialen Achtung sozialer Standards und Achtung unserer natürlichen Ressourcen arbeiten, denen wir dann auch die Möglichkeit geben wollen, auch vielleicht mittelfristig zu entscheiden, doch umzustellen. Dafür brauchen sie aber auch einen Kanal, wie unseren, kann ich gleich gerne mal drauf eingehen. Und die Betriebe, die wir nicht anschauen können, also die aus unserer Sicht sozusagen überregional sind, also alles außerhalb von einem Radius von 150 Kilometern, die sind grundsätzlich immer biozertifiziert. Was es bei uns zusätzlich zum regionalen Sortiment gibt, ist das, was man sonst im, ja, für den normalen Wocheneinkauf sich auch im Handel kaufen würde. Also von Mehl, Nudeln etc. angefangen bis zum Klopapier. Aber eben mit der möglichst nachhaltigen Alternative. Und das, was wir aus der Region bekommen können, bekommen wir aus der Region. Und wie gesagt, da schauen wir uns die Betriebe sehr genau an. Das soll bis Ende des Jahres auch ein Vollsortiment sein. Wir sind ja gerade erst in den Start gegangen. Unser Sortiment wächst täglich. Also es kommen täglich neue Produkte und neue Produzenten noch mit dazu. Also da lohnt es sich tatsächlich auch immer mal wieder reinzuschauen. Wer jetzt noch nicht alles findet, der findet ganz sicherlich in einem Monat oder in zwei deutlich mehr.
Und es funktioniert relativ einfach. Also es gibt einen Online-Warenkorb. Das ist im Prinzip ja wie sonst ein anderer Online-Einkauf auch. Also man kann sich die Produkte genau anschauen, kann auch genau anschauen, von wem sie produziert wurden, kann sich die Produzentinnenprofile ansehen, sich dann einen Warenkorb zusammenstellen und den entweder einmalig liefern lassen, aktuell an 3 Tagen die Woche. Kann man sich von uns mit Elektroautos beliefern lassen, perspektivisch natürlich in Köln auch gerne mit Elektrolastenrädern dann irgendwann. Und ja, genau, bekommt dann sozusagen die tagesfrische Ware nach Hause geschickt, also morgens auf dem Acker um die Ecke geerntet und abends schon auf dem Teller. Das macht schon auch einen deutlichen Unterschied. Ja, eben ganz ohne Umwege. Wir holen die Ware bei den Produzenten ab. Und dann kommt sie entsprechend frisch auch abends auf den Teller. Du hast, als wir letztens telefoniert haben, zu mir gesagt, du hast das Ganze auch deshalb gemacht, weil du jetzt lange politisch dafür gekämpft hast, dass wir mehr regionale Landwirtschaft fördern und auch gute Ernährung fördern und irgendwann gesagt hast, wir müssen die Unternehmen aber jetzt irgendwie auch direkt unterstützen. Das ist das, was am Ende den Unterschied macht. Und vielleicht kannst du das auch nochmal so ein Stück weit erklären, warum ist eigentlich diese Direktvermarktung so wichtig für die Landwirte? Was sind die Probleme mit den großen Supermärkten? Und vielleicht noch die dritte große Frage, warum sterben eigentlich so viele Höfe? Ja, das ist ja in der Landwirtschaft nicht anders als in vielen anderen Branchen auch, ne? Wir brauchen verlässliche Vertriebskanäle. Wir brauchen also aus Sicht der ProduzentInnen faire Preise und verlässliche Vertragspartner. Denn nur dann bin ich als Betrieb auch in der Lage, in meinen Betrieb und in nachhaltige Produktionsweise zu investieren, langfristig zu investieren. Und das ist mit vielen der aktuellen Wege ja gar nicht möglich. Also ich höre von mindestens einem unserer Produzenten in der Woche, oh, mir hat der große Handelskonzern XY gerade wieder eine ganze Palette Ware X reklamiert, weil irgendwo was optisch nicht gepasst hat. Und allein da braucht es andere Wege. Ich kann ein sehr pragmatisches Beispiel nennen. Also wir sind zum Beispiel, für uns ist ganz klar, dass es nicht nur diese Handelsklassen gibt, sondern ein Produkt, was krumm und schief ist. Also das Beispiel jetzt Spargel zum Beispiel von unserem Spargelproduzenten bekommen wir. Auch die Ware, die nicht der Norm entspricht. Also wir bekommen den Bruchspargel genauso wie den krummen und schiefen oder den, der schon leicht violett ist, weil er kurz aus der Erde gekommen ist. Die schmecken genauso gut, aber die würden gar nicht den Weg in den Handel finden oder sogar reklamiert werden. Also da gehen wir einen anderen Weg, genauso wie bei Äpfeln zum Beispiel. Eine Schorfstelle oder ein Sonnenbrand bei Äpfeln ist für uns kein Ausschlusskriterium. Aber da ist eben dann auch, wie gesagt, wieder ja, sind wir als KonsumentInnen noch in der Pflicht zu hinterfragen, wie schön ein Produkt sein muss, ob optische Makel nicht trotzdem, also ob sie wirklich den Wert herabsetzen oder ob wir nicht bereit sind, den gleichen Preis dafür zu zahlen, denn es ist die gleiche Mühe ja in das Produkt geflossen. Und auf der anderen Seite aber auch für uns hinterfragen müssen, welchen Wert denn Lebensmittel für uns haben. Also Lebensmittel, also Mittel, die uns ja am Leben halten, also die uns gesund halten im besten Fall und die wir auch in Relation setzen müssen, aus meiner Sicht zu, weiß ich nicht, dem Preis für den neuesten Fernseher, dem Preis für die nächste Reise. Und ja, da auch bereit sein müssen, für nachhaltige Produktionsweise auch mehr Geld auszugeben. Ich finde das total interessant, wenn ich da ganz kurz mal einhaken darf, weil das passt sehr zu dem, was ich auch so in anderen Bereichen erfahren habe, mit der Erwartung der Verbraucherinnen, wie sowas Ganze aussehen muss. Ich war vor 2 Jahren ungefähr bei Font of Bags, auch ein Kölner Unternehmen, die Taschen herstellen, und die haben gesagt, sie wollten nachhaltigere Ledertaschen machen. Und dann ist alleine das Problem, dass Kühe, die auf der Weide stehen, auch Sonnenbrand haben und so weiter, und dann die ganze Tasche faltiger aussieht oder mehr von diesen Rissen sozusagen drin hat. Aber der Konsument ist so gewohnt, dass dieses Glattleder, was man so bei den konventionellen Taschen im Supermarkt, im Handel kriegt, dass das Ganze so aussieht. So. Und das hatten die auch bei Imprägnierung von Schulrucksäcken, was für ein Standard da eigentlich erwartet wird. Und das finde ich so einen ganz interessanten Punkt, dass wir als Verbraucher irgendwie zu irgendwas erzogen wurden, was aber für die Art und Weise, wie es hergestellt wurde, überhaupt nicht gut ist. Und da frage ich mich, wie kriegt man da so einen Wandel hin, dass die Verbraucherinnen mehr bereit sind zu sagen, das ist nicht mangelwertig, nur weil es anders aussieht oder nicht so hübsch aussieht. Redet ihr da mit den Leuten, denkst du, da braucht es mehr Aufklärungskampagnen, oder wie kriegt man da so ein anderes Verbraucherverhalten hin? Boah, das ist eine nicht leicht zu beantwortende Frage, weil das sehr, sehr, sehr individuell ist, ne? Das betrifft uns, jeden Einzelnen von uns sehr individuell. Also
Ich würde mich auch nicht davon frei machen, zu sagen, ich wähle, wenn ich die Wahl habe, vielleicht das hübscheste Produkt aus. Das kann ich gar nicht sagen. Wir nehmen unseren Kundinnen die Wahl, weil wir sozusagen immer ein Sortiment von schön bis vermeintlich hässlich sozusagen packen. Ich glaube, das ist noch ein langer Weg, weil letztlich ja auch der Lebensmittelhandel in den letzten Jahrzehnten uns eigentlich in eine Richtung erzogen hat, die ganz, ganz schwer ist, wieder sozusagen zurückzubewegen. Aber letztlich finde ich, dass Optik, also ich will jetzt nicht mich an der Optik festhalten, dass Qualität anders bemessen werden muss. Und ich glaube auch, dass auch in Richtung Politik natürlich einfach viele ein bisschen also Rahmenbedingungen dort geschaffen werden müssen, wo es schwierig ist, zu vermitteln, welche Qualität eigentlich in einem Produkt steckt. Also dieses Beispiel jetzt mit den, also das haben wir jetzt ja irgendwie letztes Jahr, ist das ja hoch und runtergekaut worden mit dem Tierwohl, dass wir eigentlich, wir wollen, ne, dass das Fleisch, was wir vielleicht noch essen, für diejenigen, die noch Fleisch essen, dass die Tiere nicht gelitten haben, dass die ein ganz tolles Leben hatten und am besten noch von dem Bauernhof mit dem Rieddach, was man schön auf allen Verpackungen sieht, stammt. Und die bittere Realität ist aber, dass im Handel in Deutschland knapp 25% aller Rind- und Schweinefleischprodukte per Sonderangebot verkauft werden. Und das macht es einfach insgesamt sehr, sehr schwierig zu vermitteln oder die wahren Kosten, Produktionskosten für eine artgerechte, klimagerechte, ökologische Produktionsweise zu vermitteln, wenn wir das immer noch vorgehalten bekommen als Maß. Und da glaube ich, dass gerade so lokale Handelswege, direkte Handelswege sehr, sehr, also ein Schlüssel sein können für eine Veränderung im Konsumentinnenverhalten oder unserer Sichtweise, denn wir haben darüber ja die Möglichkeit zu kommunizieren, wie diese Produkte hergestellt wurden und tatsächlich die Story hinter einem Produkt zu erzählen und nicht nur über den Preis zu kommunizieren. Also auch zu sagen, wenn zum Beispiel ja, die Dürrezeit dazu geführt hat, dass ein Betrieb mehr seine Produkte stärker wässern musste, dass das eigentlich auch mit in den Preis fließen muss oder dass Landwirte mit Tierhaltung ewig lang kein Gras oder kein Heu ernten konnten, weil es einfach nicht gewachsen ist durch die Dürre. Das muss sich auch im Preis widerspiegeln, denn nur dann ist letztlich dieses Produkt auch fair erzeugt worden. Und das geht einfach über die globalen Handelswege, die wir in Deutschland ja eben nun mal auch haben, geht es nicht. Ja, das Ja, geht nur durch den direkten Handel. absolut. Also wir haben im Bundestag vor kurzem auch ein Gesetz novelliert, wo es um die Macht der Supermärkte, der Oh großen ja. Supermarktkonzerne ging. Und ich habe mich da als Wettbewerbspolitikerin mit reinbegeben in die Debatte. Ich habe vorher gar nicht so stark Landwirtschaftspolitik gemacht. Und irgendwann kamen die Kollegen aus dem Landwirtschaftsbereich zu mir und haben gesagt, kannst du nicht mit dem Kartellrecht helfen? Weil das ist so heftig, die Marktmacht der großen Supermärkte. Die Landwirte sind da so abhängig von viele kleine auf der einen Seite und vier, fünf große auf der anderen Seite. Und dann habe ich gelernt, was die für Vertragsgestaltung betrieben haben. Und das haben jetzt die Europäische Union zum Großteil verboten und der Bundestag auch zum Großteil verboten. Aber dass sie wirklich verderbliche Ware so kurzfristig storniert haben, dass sie eigentlich nur noch weggeschmissen werden konnte, beispielsweise. Das war so eine Art und Weise, wie Verträge gestaltet wurden. Oder dass viele Leute auch, glaube ich, gar nicht wissen, dass die Lebensmittel, die wir im Supermarkt kaufen, oft so billig sind, dass der Landwirt davon nicht mal seine eigenen Produktionskosten decken kann, da gar nicht von leben kann. So, das fand ich eigentlich am krassesten, weil ich habe dann auch mit Wirtschaftsjournalisten drüber gesprochen, die sagen, naja, in der VWL-Theorie kommt das nicht vor, dass die ihre Produktionskosten nicht decken können. Dann treten die aus dem Markt aus quasi. Ich sehe, so, ja, wir haben ja auch Höfe sterben. So, ne, das, aus dem Markt austreten ist immer so ein freundliches Wort. Ja. Aber die glauben gar nicht, dass das passiert. Und natürlich passiert das überall in Deutschland. Und wir sind dann irgendwann so weit gegangen, und das wäre auch nochmal so eine Frage, weil ich finde immer Verbraucherverhalten, Verantwortung der Verbraucher ist ein wichtiger Punkt, ersetzt aber politische Regulierung nicht, dass wir irgendwann gesagt haben, es muss Mindestpreise für Lebensmittel geben und am Ende muss man eigentlich verbieten, dass Produkte unter den Herstellungskosten verkauft werden. Dann werden sie im Zweifelsfall aus Drittländern bezogen, in denen die Herstellungskosten geringer sind. Ne? Also ist vielleicht wird vielleicht auch nicht die Lösung bieten. Ich Ist habe ein gerade eine schwieriges Frage Thema. im Chat auch für uns, die würde ich direkt mit Ja, einbeziehen. bitte. Stefan Lück schreibt uns, dass vielen gar nicht klar ist, wie teuer beispielsweise Fleisch ist, wenn es artgerecht und ökologisch produziert wird und viele das Fleisch dann vielleicht gar nicht mehr kaufen würden, wenn es ihnen klar wäre. Was denkst du dazu?
Ja, zwei Fliegen mit einer Klappe, oder? Also das Fleisch, was wir noch essen würden, wäre unter Garantie dann unter guten Bedingungen produziert und wir würden gleichzeitig unseren Fleischkonsum drastisch reduzieren. Das wollen viele nicht hören, aber das ist leider ein notwendiges, das notwendige Übel. Also das, was wir konsumieren, sollte dann auch, sollten wir auch guten Gewissens konsumieren können. Und das ist natürlich genau das Thema, was du auch zu Anfangs angesprochen hast, wo es politische Regulierung vermutlich langfristig geben muss. Sodass letztlich die Produktionsweise, die klimagerecht ist, die Produzenten, die hohe Sozialstandards halten, die klimagerecht produzieren, unsere Ressourcen wahren, unsere natürlichen Ressourcen wahren, eben belohnt werden durch einen fairen Preis, den sie erzielen. Und diejenigen, die eben das nicht mitgehen und die dem nicht nachkommen, entsprechend sanktioniert werden. Das ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Rechnung gibt, die irgendwie anders aufgehen kann. Wir haben jetzt im Bundestag auch darüber gesprochen, dass es überhaupt erstmal so etwas wie eine Preisbeobachtungsstelle geben muss und eine Preistransparenzstelle, wo es eine gesellschaftliche Diskussion braucht, was soll das überhaupt kosten? So, weil auch das eigentlich ja bislang gar nicht stattgefunden hat. In Spanien ist den Weg gegangen und Deutschland wird den Weg jetzt ein Stück weit auch gehen. Ich hoffe, dass das vielleicht auch dann bei den Menschen ankommt, wenn man sagt, lass uns einfach mal rechnen, was es kosten würde. Das ist ja auch ein bisschen die Frage, die Stefan Lück gestellt hat. Wenn man artgerecht Tiere hält, wenn der Landwirt davon mindestens einen Mindestlohn bekommen sollte, damit er leben kann und einen fairen Umgang auch mit der Natur, wenn das alles zusammengerechnet wird, was kostet denn das alles? Und das wird ja oft bislang gar nicht zugrunde gelegt. Vielleicht könnte das die gesellschaftliche Debatte auch noch mal ein bisschen verändern. Es gibt dort ja schon Debatten. Also es gibt tatsächlich ja Initiativen hier in Deutschland, auch aus Frankreich stammend. Du bist hier der Chef, heißt die Initiative, kann ich ruhig nennen, weil sie absolut vorbildlich ist. Und da wurden VerbraucherInnen eben auch gefragt, was seid ihr bereit oder was möchtet ihr für die Milch, die ihr trinkt, ausgeben? Ja, und in Frankreich sind es tatsächlich ist eine ganze Range an Milchprodukten, die auf diese Weise jetzt mittlerweile vermarktet werden. Also wo im Prinzip ja, Produzentinnen und Konsumenten gemeinsam über den Endpreis des Produktes entscheiden. Auch ein Weg, aber leider aktuell auch noch eine Nische. Und auf der einen Seite braucht es von diesen kleinen Nischen und diesen Modellen sozusagen auch mehr natürlich, weil sie zeigen, dass sie funktionieren, dass sie im Kleinen funktionieren und letztlich macht es auch die Summe. Macht die Summe auch einen Unterschied. Aber du hast recht, ich glaube tatsächlich auch nicht, dass es ohne regulative auskommen wird. Du hast eben gesagt, ihr beliefert ja auch Schulen und Kantinen und Kitas, wenn ich das richtig verstanden habe. Haben wir zukünftig vor? Wir sind Oder gerade habt ihr erst es zukünftig vor? gestartet, Ja. wir haben viel vor, wir haben uns viel vorgenommen. Auf jeden Fall. Weil das wäre jetzt ein Stück weit nochmal meine Frage, weil du hast auch gesagt, da erreicht man vielleicht diejenigen, die man sonst nicht so erreichen kann oder wo vielleicht dann auch noch die Preisfrage, weil das Einkommen in der Familie sehr gering ist, auch noch eine ganz große Rolle spielt. Macht die öffentliche Hand aus deiner Sicht genug? Wird sie ihrer Vorbildfunktion gerecht, dass in den Schulen und Kitas dann wenigstens dann vernünftig Ernährung angeboten wird? Was kriegst du da so mit in Köln? Ich glaube, in Köln tut sich gerade einiges, da bin ich ganz froh. Da macht sich gerade einiges auf den Weg. Wenn ich das so richtig mitkriege, da passiert im Kölner Klimarat gerade einiges dazu. Das freut mich, aber es muss tatsächlich auch schneller gehen und auch in anderen Kommunen. Also ich bin immer ein Fan davon, auch zu schauen, wo gibt es Best Practices in anderen Kommunen, auch in anderen Ländern. Wie wird da zusammengearbeitet? Wie werden da auch vielleicht Direkthandelswege zu ProduzentInnen geschaffen? Wenn ich jetzt ein Wunschszenario äußern dürfte, würde ich sagen, dass in 10 Jahren oder vielleicht sogar in 5 schon in Kölner Kitas und Kantinen oder auf Tellern der Stadt vielleicht 30 bis 40% je nach Saison Produkte aus der Region landen. Und eben ja, und zwar eben auch dort, wo Menschen eben sich nicht aussuchen können, was sie essen. Ne? Und das betrifft natürlich klar die Pens in der Kita, genauso wie ja, auch Mitarbeitende in städtischen Betrieben. Also das überall dort würde man sich sicherlich über mehr Lokalkolorit auf den Tellern freuen. Und wir kriegen aktuell auch wirklich viel das Feedback, dass Leute sich freuen, dass sie eben wissen, wo ihre Produkte auf dem Teller eben herkommen und die ein bisschen an Anonymität verlieren.
Und in dem Moment, wo sie an Anonymität verlieren und ein Gesicht bekommen, ist auch die Wertschätzung deutlich, deutlich höher für das Produkt. Das ist Also schön zu sehen. das ist auch mein Eindruck und ich glaube, das ist auch für Kinder ja unheimlich wichtig, sie vielleicht auch einfach mal mitzunehmen und dass die sich das Ganze angucken können, um überhaupt zu verstehen, warum muss man, sollte man Lebensmittel auch wertschätzen. Da wir uns einen engen Zeitplan gesetzt haben, noch 5 Minuten haben, steigen wir so ein bisschen in den Endspurt ein und die herzliche Einladung an alle, die im Chat jetzt auch zuschauen. Eine Frage hatten wir ja schon. Ich hoffe, ich habe keine übersehen. Also wenn noch Fragen da sind, stellt uns gerne auch noch Fragen, damit die in den letzten 5 Minuten von uns beiden beantwortet werden können. Solange ihr noch schreibt oder auch nicht schreibt, habe ich dann noch eine Frage an dich, weil wir haben jetzt schon ein bisschen über politische Rahmenbedingungen und Probleme gesprochen. Aber wenn du jetzt so sagen würdest, du hättest einen Wunsch frei an die Politik, was wäre eigentlich aus deiner Sicht das Wichtigste, was passieren müsste, um regionale Landwirtschaft zu stärken, um faire Landwirtschaft zu stärken? Ja, ich habe es tatsächlich ja eingangs schon gesagt. Also wir brauchen vielleicht eine Veränderung, was Produktwerbung anbetrifft. Also dass tatsächlich auch die wahre Story hinter einem Produkt auch erzählt werden muss und einen nicht nur neonfarbene Preise anspringen. Dann eben klar, dieses Thema Produktionsweise, ökologische Produktionsweise und eben solche Produktionsweise fördern, die auch agrarpolitisch fördern, die sozial und ökologisch gerecht sind, die unser Klima auch schonen und eben dort zu sanktionieren, wo das nicht passiert, was offensichtlich nicht passiert. Also da eher, da muss tatsächlich aus meiner Sicht ein systemischer Wandel her. Aber das brauche ich dir nicht zu erzählen. Also das ist halt tatsächlich ein Thema, was wir hier lokal und auch bundespolitisch schwer angreifen können, was einfach ein Thema auch der EU-Agrarpolitik ist. Das ewig Leidige, das Fass möchte ich jetzt nicht aufmachen. Das ist, da muss was passieren. Das ist riesig tatsächlich. Und da ist unsere Landwirtschaftsministerin auch leider ja eine der Bremserinnen. Das ist wirklich ein Problem gerade. Deswegen, wir können es nicht mehr ausführlich diskutieren, aber es ist tatsächlich einer der Riesenhebel. Das sehe ich auch so. Ja, und ansonsten ist es wirklich also eher so die Bitte auch in Richtung aller Kölnerinnen und Kölner auch zu schauen, wen man persönlich unterstützen möchte mit seinem Einkauf. Also einfach wirklich zu hinterfragen, was kaufe ich da und was wäre ich bereit, vielleicht rauszugeben für ein Produkt, was besser, was nachhaltiger produziert wurde und sich einfach auf den Weg zu machen. Keiner muss sich da neu erfinden und das große Rad drehen. Jedes Prozent mehr regionaler Produkte, nachhaltig produzierter Produkte auf dem Teller macht einen Unterschied. Das ist ja schon fast ein super Schlusswort und mit Blick auf die Zeit muss ich da auch gleich schon zu kommen. Aber ich finde genau, das ist ein wichtiger Punkt, weil wir leben ja in einer Großstadt, in der gefühlt die Landwirtschaft einigermaßen weit weg ist und dass es aber trotzdem mit Initiativen wie deinen möglich ist, doch wirklich ganz direkt auch zu sehen, wo kommt das eigentlich her, was ich konsumiere und vielleicht dir sogar vorbeizufahren, wenn man das möchte, dass man damit einfach ganz alleine auch schon einen Unterschied machen kann. Das fand ich jetzt einfach eine ganz wichtige Botschaft. Und ich glaube, ihr seid mit eurem Angebot jetzt sehr speziell. Es gibt aber in Köln ja auch eine große Bandbreite an unterschiedlichen Initiativen, die in die Richtung gehen. Auch das ist ja vielleicht nicht allen so total bekannt. Deswegen auch das nochmal so ein bisschen die Einladung, wer jetzt aus unserem Gespräch so für sich mitgenommen hat. Ich finde das ein spannendes Thema. Ich möchte selber irgendwie einen Unterschied machen. Kann da, glaube ich, auch beim Googlen unheimlich viel finden, was so in Köln möglich ist. Und da ist die Katharina eine derjenigen, die ich euch vorstellen wollte, weil sie da viel macht, super vorangeht. Und ich finde das ganz toll, diese Initiativen einfach zu sagen, ich selber mache den Unterschied und ich gründe mal was. So, das finde ich ja auch immer großartig. Deswegen an der Stelle erstmal herzlichen Dank dafür, dass du das machst und herzlichen Dank für deine Zeit. Ich fand es ein total spannendes Gespräch und würde mich total freuen, wenn wir uns bald auch in echt dann mal wiedersehen hier in Köln. Genau, beim lokalen Kölner Bier. Genau, das wäre sehr schön. Ja, vielen Dank für die Einladung, habe mich auch sehr gefreut und vielleicht können wir ja, wenn du das Video dann teilst, auch viele der anderen tollen Initiativen, die es in und um Köln gibt, auch da mal taggen, damit auch die hier unterkommen. Das werde ich auf jeden Fall versuchen und euch ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich habe mich total gefreut, dass ihr dabei wart, dass das technisch geklappt hat und ich würde mich total freuen. Ich werde demnächst noch ganz unterschiedliche Initiativen aus Köln vorstellen, wenn ihr dann auch wieder dabei wärt und Lust hättet, mitzudiskutieren und mitzuzuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend.
Von mir auch. Danke euch. Tschüss. Tschüss.